eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Einen Zyklus schauerlicher Lieder nannte Franz Schubert seine Winterreise. In 24 vertonten Gedichten zieht ein einsamer Wanderer durch eine winterliche Landschaft und erzählt von enttäuschter Liebe, Kälte und verlorener Hoffnung. Erfrorene Tropfen fallen von meinen Wangen ab. Ob es mir denn entgangen, dass ich geweinet hab, dass ich geweinet hab. Mit Schuberts Winterreise nahm sich John Neumeier im Herbst 2001 einen der bekanntesten, aber auch düstersten Liederzyklen der Romantik vor. Die Texte sind voller rätselhafter Metaphern. Ihr lacht wohl über den Träumer, der Blumen im Winter sah. Der Blumen im Winter sah. Als Schubert die Lieder seinen Freunden 1827 zum ersten Mal vorspielte, reagierten sie verstört. Zu dunkel und hoffnungslos erschien ihnen das Werk. Hier und da ist an den Bäumen manches rote Blatt zu sehen. Und ich bleibe vor den Bäumen oftmals in Gedanken stehen. Als musikalische Grundlage für seine Choreografie wählte John Neumeier die musikalische Interpretation der Winterreise von Hans Zender. Der Komponist übertrug die Klavierbegleitung 1996 in eine Fassung für ein Kammerorchester und gab den Liedern so die Brisanz zurück, die Schuberts Zeitgenossen so sehr verstört haben muss. Für seine Winterreise reduzierte John Neumeier seine Bewegungssprache auf das Wesentliche und vervielfältigte das Innenleben des einsamen Wanderers. 13 Solisten verkörpern unterschiedliche Seelenzustände, wirken aber allesamt fremd in ihrer Welt. Das Bühnenbild von Yannis Kokkos ist so reduziert wie das Bewegungsvokabular. Große Wände aus Porträts begrenzen den Raum. Wie in einer Installation von Christian Boltanski wirken die Fotos wie eingefrorene Zeit. Die Leben der Menschen, die sie zeigen, sind zu bloßer Erinnerung geworden. Der Entstehungsprozess der Choreografie stand auch im Zeichen des Anschlags auf das World Trade Center. Am 11. September 2001 war die Welt auf einen Schlag ein unsicherer Ort geworden. Es folgte eine Zeit der Verunsicherung und der Orientierungslosigkeit. Für Neumeier waren wir Exilanten in unserer eigenen Welt geworden. Auch Franz Schubert komponierte die Winterreise in Zeiten einer aus den Fugen geratenen Welt. Die Restauration stellte die alte Ordnung mit Gewalt wieder her, aber die Ideale der Französischen Revolution waren in Terror und jahrelangen Kriegen untergegangen. John Neumeyers Winterreise ist ein intimes Stück, so vielschichtig wie Schuberts Lieder. Es nimmt uns mit auf eine Wanderung durch dunkle Gedanken, die uns tief bewegen. Auf dem Weg des namenlosen Wanderers klingen innere Stimmungen an, die wir kaum in Worte fassen können.